Knapp über 70% der Erdoberfläche sind von Ozeanen bedeckt. Bis zum Jahr 2020 hat der Mensch bisher nur etwa 5% davon erforscht. Stellt euch einmal vor, was alles außerhalb unserer Reichweite lauern könnte. Arten aus der Tiefe, die wir noch nicht entdeckt haben, oder ein Megalodon aus prähistorischer Zeit. Vielleicht ein längst verschwundenes Schiffswrack, von dem man dachte, es sei für immer verloren. Oder die verschwundene Stadt Atlantis. Vielleicht etwas Dunkles und Beunruhigendes, wer weiß. Während wir darauf warten, dass die Experten das Unbekannte ergründen, haben auch wir hier in diesem Video einige Rätsel zum Nachdenken. Schiffsbruch im 19. Jahrhundert. Am 16. Mai 2019 befanden sich Forscher an Bord der Okeanos Explorer der National Oceanic and Atmospheric Administration im Golf von Mexiko, als ein ferngesteuertes Fahrzeug, welches sie gerade testeten, über etwas stolperte, das wie ein 200 Jahre altes Schiffswrack aussah. Bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass das Schiff aus Holz mit einer Kupferummantelung gebaut war und vor dem Untergang rund 40 Meter lang gewesen sein musste. Zu diesem Zeitpunkt stellten sich jedoch mehr Fragen als Antworten. Die Archäologen wissen immer noch nicht, woher das Schiff stammt, wie alt es ist, was mit der Besatzung geschah und um welche Art von Schiff es sich hier handelt. Der einzige Hinweis, der zum Zeitpunkt der Entdeckung gefunden wurde, war die Nummer 2109 auf dem Ruder und in der Nähe gestreute Gegenstände aus Eisen und Kupfer. Verbrannte Holzstücke ließen vermuten, dass das Schiff vor dem Untergang Feuer gefangen haben könnte. Nachdem die Entdeckung bekannt wurde, drückte Frank Cantelas von der NOAA den Wunsch aus, weitere Expeditionen zu unternehmen, um zu versuchen, die Geheimnisse rund um das Schiffswrack aufzuklären. Die Geheimnisse des Schwarzen Meeres. Das Schwarze Meer, das früher als eines der gastfreundlichsten Meere bekannt war, ist eine Schatzkammer voller Kuriositäten und Geheimnissen. Wie das Bermuda-Dreieck ist das Schwarze Meer Zentrum seltsamer Kreaturensichtungen, unerklärlicher Phänomene und bizarrer Vorfälle von verschwundenen Personen. Im Jahr 2000 gab Robert Ballard bekannt, dass er Hinweise dafür hat, dass in einer gewaltigen Flut des Schwarzen Meeres Menschen umgekommen sind. Diese Entdeckung hing mit der Geschichte der biblischen Flut zusammen, wie sie im Buch Genesis erklärt wird, und löste eine ganze Welle von Kontroversen aus. Im Mittelalter berichteten Türken wie auch Russen, dass sie im Schwarzen Meer Strudel gesehen hätten, die Schiffe und Insel verschluckten. Diese Strudel tauchten anscheinend in ruhigen Gewässern ohne jede Vorwarnung auf. Im Dezember 1945 verschwanden 5 sowjetische Bomber über dem Schwarzen Meer und wurden nie wieder gesehen. Im Jahr 1990 verschwand auch ein griechisches Flugzeug. Daraus entstand die Theorie, dass eine magnetische Anomalie vorhanden sein könnte, die elektrische Fehlfunktionen verursacht. Es heißt, dass sich im Jahr 1991 eine russische Ölplattform aus der Verankerung löste und ins Schwarze Meer hinaustrieb. Die Ermittlungen ergaben angeblich, dass alle 80 Mitarbeiter verschwunden sind. Ihre hinterlassenen Habseligkeiten und halb aufgegessenen Mahlzeiten waren der einzige Beweis dafür, dass sie sich jemals auf der Plattform befunden haben. Namse Bangtsot. Am 27. Dezember 2018 lief die Namse Bangtsot, ein 1950 Tonnen schweres Öltankschiff mit 11 Besatzungsmitgliedern und einem Captain an Bord, von Sampit in Zentral-Kalimantan in Richtung Hafen Tanjung Priok in Jakarta aus. Seine Ankunft wurde am folgenden Tag erwartet. Am 28. Dezember ging jedoch jeglicher Kontakt mit dem Schiff in den Gewässern von Ujung Karawang verloren. Die letzte Dateneingabe, die von den Beamten verfolgt wurde, war am 3. Januar 2019. Die nationale Such- und Rettungsagentur Basarnas ging davon aus, dass der Tanker möglicherweise von Piraten gekapert wurde. Die Marine stimmte dem jedoch nicht zu und erklärte, dass die Route, die der Tanker fuhr, als sehr sicher betrachtet wird und dass keine Lösegeldforderungen gestellt worden sind.
Der Marineexperte Oluan Saud Gurning sagte, dass ein Unfall höchst unwahrscheinlich sei, da kein Notsignal gesendet wurde und er nicht glaubt, dass der Tanker noch auf dem offenen Meer treibt, da die Marine ihn in diesem Falle gefunden hätte. Pasanas sollte noch 4 Tage lang das Meer absuchen, bis dann die Polizei und Marine übernahm. Doch bis heute ist der Tanker vermisst. Die Todesinsel. Koh Tao ist eine idyllische Insel, die an der westlichen Küste des Golfs von Thailand liegt. Koh Tao bedeutet Schildkröteninsel und ihre Korallenriffe werden von wunderschönen Meeresbewohnern, darunter auch Schildkröten, bewohnt. Es gibt dort eine Vielzahl von Unterkunftsmöglichkeiten, die sowohl für die preisbewussten Urlauber als auch für diejenigen, die sich den Luxus gönnen wollen, geeignet sind. Dieser Ort ist ein wirklich erstaunliches Urlaubsziel, zumindest oberflächlich. Seine Schönheit und sein Luxus verschleiern einen dunklen und beunruhigenden Kern krimineller Aktivitäten. Zwielichtige Gerüchte über Körperteile, die in seichtem Gewässer schwimmen, und über die Kontrolle der Insel durch die örtliche Mafia wurden nach einer Reihe von unerklärlichen Todesfällen ins Rampenlicht gerückt. Die Menschen sind nun misstrauischer gegenüber Reisen nach Koh Tao, der Todesinsel, wie sie nun genannt wird, und das aus gutem Grund. Im Jahr 2012 starb Ben Harrington, nachdem sein Motorrad gegen einen Strommast fuhr. Er war damals der Einzige auf dem Motorrad, seine Brieftasche und seine Uhr waren nach dem Unfall nirgendwo zu finden. Seine Mutter glaubte, er sei Opfer eines Verbrechens geworden, bei dem ein Stolperdraht zum Einsatz kam, besonders nachdem der Gerichtsmediziner nur ungern die Todesursache als Unfall einstufte. 2014 wurden 2 Rucksacktouristen ermordet, am selben Strand gefunden, an dem Ben vor seinem Tod gewohnt hatte. Die örtliche Polizei versäumte es, den Tatort zu sichern und den Hafen der Insel zu überwachen. Stattdessen konzentrierten sie sich darauf, 2 Migranten aus Myanmar in den Mangel zu nehmen, die schließlich das Todesurteil für die Morde erhielten. Die Beamten sollen es jedoch versäumt haben, DNA-Proben gesammelt zu haben und die Kleider der Opfer zu untersuchen. 2 Wochen nach den Morden wurde eine weitere Leiche am selben Strand gefunden. Danach verschwand eine 23-Jährige aus der Herberge in Koh Tao. 6 Wochen später wurde die Leiche eines jungen Mädchens entdeckt, aber diese war nicht die vermisste Person. Stattdessen handelte es sich um Überreste einer belgischen Touristin. Ihre Leiche war verbrannt und in ein T-Shirt eingewickelt worden. Die Liste der verstorbenen Touristen kann man noch weiterführen. All diese ungeklärten Todesfälle führten zu Gerüchten über eine Serienmörderfamilie auf der Insel oder über eine Beteiligung der örtlichen Mafia. Mysteriöser Taucher. Selbst Taucher bleiben von paranormalen Erfahrungen meist nicht verschont, wenn sie die Tiefen des Ozeans erforschen. Eine Gruppe Taucher sollen nicht nur das Geräusch startender Motoren gehört, während die Meeresoberfläche über ihnen frei von Boden war, sondern auch seltsam knirschende Geräusche aus dem Maschinenraum des japanischen Schiffes Hokimaru, das 1944 in der Truk-Lagune sank. 2007 erforschte eine Gruppe von Tauchern den Ozean um Grenada. Nachdem sie sich unter Wasser völlig erschöpft hatten, kehrte die Gruppe zu ihrem Schiff zurück. Ein Gruppenmitglied fragte, ob seine Kameraden einen anderen Taucher in einem weißen Hemd gesehen hätten, der ihrer Gruppe zuwinkte. Niemand sonst hatte diesen mysteriösen Taucher gesehen und so wurde nachgezählt, um sicherzustellen, dass niemand vermisst wurde. Alle Taucher waren anwesend und es befanden sich keine anderen Boote oder Schiffe in der Gegend. Die Gruppe fand nie heraus, wer der Taucher im weißen Hemd war. 2012 tauchten Tauchlehrer in Santa Rosa in Kalifornien, als sie einen unbekannten Taucher mit einer rosa Flasche entdeckten, der in der Nähe eines blauen Lochs tauchte und trieb. Sie schwammen näher ran, um zu überprüfen, ob der Taucher in Schwierigkeiten war, aber kurz bevor sie das Loch erreichen konnten, verschwand der Taucher. Erschüttert benachrichtigten die Tauchlehrer sofort die Polizei, die ihnen wiederum mitteilte, dass die Figur am blauen Loch auch anderen Tauchern erschienen ist, bevor sie verschwand. Otsurubune.
Eine seltsame Geschichte, die sich längst in den Folkloren mit mehreren Ergänzungen gewandelt hat, ist diejenige, die von einem seltsamen Boot erzählt, das am 22. Februar 1803 in Japan an Land gespült wurde. Fischer, die das Boot sahen, behaupteten, es habe eine runde Form mit Fenstern und Metallstreifen am Boden. Sie gingen an Bord des Schiffes, nur um einen einsamen Passagier zu finden, der neben einer weißen Wand saß, die er mit seiner seltsamen Schrift zu überkritzeln versuchte. Der Passagier, eine junge Frau mit roten Haaren, hielt eine Kiste auf ihrem Schoß und verstand die Sprache der Fischer nicht. Sie weigerte sich auch, die Kiste loszulassen. Der Vorfall erhielt den Namen Utsurobune oder auch Hohlschiff. Und zu der damaligen Zeit dachten die Fischer, die Frau könnte eine Prinzessin gewesen sein, die den Kopf ihres toten Liebsten in der Kiste trug, die sie so fest umklammert hielt. Da sie nicht wussten, was sie mit ihr tun sollten, setzten sie das Boot mit der Frau darin auf See aus. Sie hatten noch nie Glasfenster oder Metallstreifen, wie sie auf dem Boot erschienen waren, gesehen und kamen daher schließlich zu der Theorie, dass die Frau eine Außerirdische gewesen sein könnte. Andere stimmten der außerirdischen Theorie nicht zu und glaubten stattdessen, dass die rotköpfige Frau eine Spionin aus Russland war. In der heutigen Zeit sind Experten der Meinung, dass das Boot möglicherweise mit einer Kuppel bedeckt war, um seine Seetüchtigkeit zu verbessern. Daher seine runde Form. Aber es gibt bis heute keine Erklärung oder weitere Theorien darüber, wer die Frau gewesen sein könnte, was sie in der Kiste mit sich führte und was die Schrift an den Wänden des Bootes bedeutete. Seeungeheuer. Meeresungeheuer in allen Formen und Größen sind die Grundlage vieler Legenden. Es ist schwer, bei der Erwähnung des Kraken, kolossaler Tintenfische oder kannibalischer Haie nicht ein wenig Nervenkitzel zu verspüren. Geschichten von Begegnungen mit Meeresungeheuern gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Eine der berühmteren Geschichten erzählt von Hyde und einem Begleiter, der 1889 nach Madagaskar reiste, um sich von Dorfbewohnern von einer riesigen grünen Seeschlange erzählen zu lassen, die ein Fischerboot angegriffen und einen seiner vier Insassen gefressen hatte. Dann jagte sie die drei Überlebenden bis an den Strand, bevor sie wieder im Meer verschwand. Auch Hyde wurde Zeuge der Schlange, nachdem er einen Suchtrupp organisiert hatte, um nach dem unglücklichen Fischer zu suchen, der von dem Monster angegriffen worden war. Er und seine Leute schossen auf sie, jedoch vergeblich. Natürlich gibt es keine Beweise für diese Geschichte und der einzige Bericht darüber erschien im März 1909 in The Washington Herald. 1985 erschien eine weitere beunruhigende Geschichte im Fate Magazine. Der 16-jährige Edward Brian McClary brach 1962 mit vier Freunden zu einem Tag auf See im Golf von Mexiko auf. Warren Felly, Eric Rule, Larry Bill und Brad Rice. McClary kehrte alleine, erschöpft und verängstigt nach Hause zurück. Er erklärte der Polizei, dass ein Seeungeheuer oder Drachen im Wasser aufgetaucht sei und begann seine Freunde anzugreifen und zu töten. Er beschrieb das Ungeheuer mit einem rund 4 Meter langen Hals, grünen Schuppen und einem lächerlichen Kopf, der dem einer Schildkröte ähnelte. McClary widersprach der Behauptung, er habe ein U-Boot mit einem schrecklichen Seeungeheuer verwechselt und erzählte, dass Nachrichtenagenturen sich weigerten, seine Geschichte zu veröffentlichen, wenn er die Geschichte des Seeungeheuers nicht auslasse. Die Leiche von Larry Bill wurde angeblich gefunden. Er war ertrunken. Aber die anderen Jungs wurden nie wieder gesehen. Natürlich glaubten nur sehr wenige an die Geschichte des Meeresungeheuer, das aus der Tiefe aufstieg, nur um Jugendliche anzugreifen. Es bleibt bis heute ein Rätsel, was genau an diesem schicksalhaften Tag wirklich passiert ist.